Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Was geht ab, Homies? Hat da Bock, mal wieder hier so ein bisschen in Baphomets Fluch reinzuschnuppern hier, oder? Eher nicht so. Erzählt. Hä? Es geht bei euch ab. So. Ich kann die Runde Baphomets Fluch mal eben gebrauchen, um ein bisschen runterzukommen hier. Nach dem Aufbrechen der wunderbaren Tür. Ich rate euch, einen Wäscheständer nie direkt hinter einer Tür hinzustellen. Wenn der umkippt, dann ist Tür closed. Hatte ich gerade, muss ich gucken, wie ich schön dahinter komme, um den Wäscheständer hochzuholen und die Tür aufzumachen. Hat funktioniert. Dafür sind Mäuschenstangen ganz super. Also diese Mäuschen zum Streichen, diese Stangen. Kannst du schön da rein und hoch, ab geht's. So. Inventar Nico. Ich glaube, wir müssen noch mal zu ihm. Er muss mir ein Käffchen geben, ne? Monsieur? Monsieur. Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, Ja. aber wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich. Es ist ein. Das hatten wir schon im Das letzten ist. Part, deswegen Nein. Das. überspringe ich das Ganze mal so ein C'est vrai, bisschen. non? Ja. Ja, schon Er klar. trieb. Während der. Oh, wirklich? Ja. Oh ja! Mach mal keine Nur Szene hier, musste ich Habibi. leider mit den anderen Hau rein. Baristas. Wir. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir. Au revoir. Au revoir, Inventar, zack. Zeigen wir mal, Hier, dass wir mein von der Presse Presseausweis. sind. Es hilft immer, habe ich La gehört. Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine herzliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut, da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Na denn, so. Monsieur? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, 7,77 €. Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Können wir mal kurz reden? Heute wissen wir wenigstens, wann Jederzeit, los. Madame. So, Haben Gallery. Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. So, gib mir mal Wie einen wär's mit Kaffee. einem Kaffee? Für Sie, Madame, Umsonst. natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Muss ich die bestimmt irgendwo abfüllen, Alter. Und er hat keinen Bock auf Hier Schwarz. ist Ihr Kaffee, Madame. Vielen Dank, Monsieur.
Jetzt pfeift sie sich denn selbst weg, oder was? Der Kaffee war heiß und stark. Der Kellner brauchte meinen. So, dann gehen wir nochmal zurück. Madame? Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Haben wir Die das nicht anderen? gerade schon geklärt? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die... So... Und die Männer... Ja. Latte. Das hast du mir Ich schon alles weiß, was Sie erzählt und meinen. gebeichtet, Junge. Sind wir da? Nicht? Boah. Nein, Mann. Wie? Typ hat Und auch, glaube ich, wisst, so ein bisschen was Gedächtnisschwund. uns an... Billig? Nein, Mann. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja. Und Sie? Das ist doch ein... Ja. Boah. An jedem an... Aber... Kann ich jetzt wieder gehen? Danke. So, kann ich hier mal fragen, was... Sergent Moyer. Ah, Madame Collard. Welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich... Das hast du mir alles schon erzählt. Mon Dieu, der... So, ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Navette. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie. Ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Ich muss dringend... Er wendete seine Berufung. Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Zumindest Ausnahme. Hoffe ich das. Ich bin unbemüde und möchte nach Hause. Das ist der Chef, der das ich löst bin dem hier. Schützen Komm. Hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin. Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergent Mouet? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Kafka, beste Fußballspieler der Welt. Zum Verrückten. Ja, moin. Weshalb sind Sie so müde, Sergent Mouet? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Och, es geht ab, Sie meine Ernster. Freunde. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Ah, schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Was denn für ein Zwischenfall, mein Freund? Sie sagten was von Freund? Einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Ja, kannst ja auch nicht müde sein, Digga. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei Ihre Arbeit machen.
und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Sergent Mouet könnte eine dieser tollen Tassen Kaffee brauchen. Vielen Dank, Sergent Mouet. Sie haben mir sehr geholfen. So, dann holen wir hier noch mal ein Käffchen hier. Gehen wir erstmal wieder hier hinten hin. Kommt Jackson bestimmt auch erstmal wieder raus, oder? Leider doch. Keiner. Muss denn jetzt wieder den Ausweis zeigen? Madame? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. So. Sie haben den Dieb also gesehen? Ich habe jemanden weglaufen sehen. Ihm ein Motiv zu unterstellen, steht mir nicht zu. Kaffee zum Mitnehmen. Machen Sie einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Läuft doch. Ich dachte, ich muss jetzt hier noch irgendwo so einen Becher aus der Mülltonne kramen oder so. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Ich hoffe, das ist ein Bio-Becher, Kollege. Jetzt komme ich wieder. So, gucken wir mal ins Inventory. Hier, Mouet. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Nicht so gut, dass es mir verrät, Digga. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja? Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, eher seinen Hund. Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen... Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergent Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Bravo, Sergeant. Wunderbar überzeugt hier, Nicole Collard. Oh weh, wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ich hatte Moe abgelenkt. Froh, also, dass es da so eine schöne öffentliche Toilette gibt, Kollege. So, und wir kommen endlich rein.
Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß. Aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insider-Job aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Malédictio sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. So, Nico klärt, Alter. Inspektor Navette, hätten Sie einen Moment? Meine Zeit ist kostbar. Beeilung! Was halten Sie von dem Amerikaner, George? Georgie. Er ist zutiefst suspekt. Suspekt. Scheint ja ein ziemlich komplexer Fall zu sein, Inspektor. Ein aus dem Ruder gelaufener Raub. Nicht mehr, nicht weniger. Da ist doch sicher noch etwas mehr dran. Bitte sparen Sie sich die altlosen Vermutungen, Madame. Die Leiche des Opfers zeigt ein klares Bild, verlässlicher als jede Zeugenaussage. Sehen Sie sich das Einschussloch an und beachten Sie zugleich das Fehlen von Blut. Ein zufälliger Mord, nichts weiter. Ganz zufällig, jo. Finden Sie es nicht komisch, dass der Dieb dieses eine spezielle Bild wollte? Das Leben ist voller komischer Dinge, Madame. Fingerlose Handschuhe, weißer Hundekot, Nasenhaare. Da beschäftige ich mich lieber mit Mord. Na dann, Sabotage. Wissen Sie, dass die Alarmanlage sabotiert wurde? Ich habe den Tatort untersucht, Madame. Ich bin voll im Bilde über die Ausschaltung der Alarmanlage. Ich ziehe biologische Beweise reinen Indizienbeweisen vor. Körperteile, Blut, wichtige Dinge. Finden Sie nicht, dass der ausgeschaltete Alarm höchst verdächtig ist? Das forensische bisschen, ne? Team wird bald da sein. Schildern Sie denen Ihre Bedenken. Lassen Sie mich mit diesem Indizienquark in Frieden. Überwachungsanlage. Warum sehen Sie sich nicht den Film der Überwachungskamera an? Madame, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mich mit der Leiche zu befassen. Aber das Kameramaterial ist ein Beweis. Es könnte den Mörder identifizieren helfen. Ich korrigiere, Madame. Es ist nur ein Indikator. Der einzig wahre Beweis ist Körperflüssigkeit. Sofern Sie nicht etwas wissen, das mir neu wäre, lassen Sie mich jetzt. Inspektor Navette schien nur Beweise anzuerkennen, an denen Blut klebte. Mhm. Könnten Sie etwas zur Sache sagen, Inspektor? Jetzt ist nicht die Zeit, Madame. Danke, Inspektor. Ich melde mich, wenn mir noch etwas einfällt. Wenn ich Navette ablenken wollte, musste ich neue Beweise ausgraben. Oder welche basteln. Und je blutigere, desto besser. Aha. So, was hat er denn hier noch im Start? Sind Sie Hector Lane, der Kunstkritiker? Enchanté, Madame. Und was sind Sie für ein Engel? Ich bin Nico Collard. Reporterin. Für ein Engel. Ah, ein gefallener Engel. Das sind mir die Liebsten. Ein gefallener Engel. Was können Sie mir über das gestohlene Gemälde sagen? Es heißt La Malédictio, der Fluch. Ein unbekanntes Werk. Erst vor kurzem aufgetaucht. Wer hat es gemalt? Eine mysteriöse Figur namens El Serp, die Schlange. Manche halten ihn für einen Schüler Picassos. Er war gut. Aber nicht überragend. Und seine wahre Identität bleibt im Dunkeln. Weißt du was? Ich mach mal eben die Kamera. Wo
woanders hin. Vielleicht hier. Oder hier. So, oder? So, was können Sie mir über den Diebstahl sagen? Es war ganz entsetzlich. Was wollen Sie denn wissen? George. Haben Sie mit George gesprochen? Dem Amerikaner? Ja. Er versprach, sämtliche Missverständnisse mit der Polizei zu klären, wegen meiner Anwesenheit hier. Okay. Was können Sie mir über Henris Beziehung zur Galerie sagen? Der gute Henri, ein strahlender Diamant im Dunghaufen der modernen Kunstszene. Die Galerie gehörte ihm. Was sollen wir nur tun ohne ihn? Ohne ihn. Erzählen Sie mir von dem Mord, Monsieur. Es ging alles so schnell. Lassen Sie sich Zeit. Was haben Sie gesehen? Ich bin nicht sicher. Könnte ich Ihre Fragen beim Abendessen beantworten? Tut mir leid, Monsieur. Schaffe ich zeitlich nicht. Haben Sie den Dieb gesehen? Ich hätte ihn mir gegriffen, aber er war zu schnell. Zwingende Aktion nicht so eine Ecke oder was, Digi? Wussten Sie, dass man die Alarmanlage sabotiert hat? Nein, entsetzlich. Deshalb ist der Alarm dann wohl nicht losgegangen. Hier, mein Presseausweis. Ich glaube, ich schon gezeigt, aber egal. Und ich hätte gedacht, Sie seien viel zu jung und schön, um Reporterin zu sein. Tja. Danke für Ihre Hilfe, Monsieur Lane. Aus Lane war nichts Brauchbares rauszukriegen. Was erzählt uns der Priester hier? Verzeihen Sie, Pater... Erstmal das Kettchen weg. Alles in Ordnung, Pater? Es war ein großer Schock. Aber ja, alles in Ordnung, danke. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Verbrechen stellen? Was denn für Fragen? Ich bin Reporterin für La Liberté. Das kann wohl nicht schaden. Bitte, fragen Sie nur. Pater Was Simeone. Führte Sie heute in die Galerie, Pater? Gott führte mich her. Ich sah das Plakat der Ausstellung. Ich musste kommen. Wie meinen Sie das? Ich wusste, in La Maledictio steckte viel Böses. Dem musste ich mich stellen. Der Maler war El Serp. Die Schlange. Verstehen Sie denn nicht? Böses? Sagen Sie, was genau hatten Sie heute vor zu tun? Ich wollte Zeuge all dessen sein, was der Teufel anrichten würde. Tja, der hat dann wohl gekniffen, Pater. Hat er? Ein Mann ist tot, Mademoiselle Collard. Ich würde sagen, er hat sein Werk getan. Das würde meine Story nicht weiterbringen. Schießerei. Haben Sie etwas gesehen, das den Täter identifizieren helfen kann? Der Teufel nimmt viele Gestalten an, Kind. Ich habe ihn leider nicht deutlich genug gesehen. Jeder Hinweis hilft. Tut mir leid, Komm, mein Kind. Erzähl was die. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Was wissen Sie über Henri? Ein unschuldiges Opfer. Falls man davon Unschuld sprechen kann. Wenn er solch blasphemische Werke wie das Bild von El Serp feilbot. Wer weiß, was für andere Sünden er sonst noch beging. Ich fühlte mich Welche schuldig Sünden vor Pater die Kirche, Digga? Wie Mach immer, in Gegenwart von Priestern. Klost ein bisschen zu. Was können Sie mir über das Gemälde sagen? Grotesk und böse. Wie kann ein Gemälde böse sein? Indem es diejenigen tötet, die damit in Kontakt kommen. Heißt das, wir sind die Nächsten? Lachen Sie nicht über Teufelswerk, Mademoiselle Collard. Maler von Mal. Wissen Sie irgendwas über den Maler Elzer? Er war ein Gotteslästerer. Ein Diener des Antichristen. Woher wollen Sie das wissen? Man sieht es seiner Arbeit an. Pater Simeon äußerte eine Menge Vermutungen. Cola. Hier, mein Presseausweis. Ich arbeite für La Liberté. Gut. Sie müssen Ihre Leser vor dem Bild warnen. Es ist böse. Danke für Ihre Zeit, Pater Simeon. Der Priester hatte nichts Brauchbares zu sagen. Erstmal Pizzakette, ist da was drin?
Tomatenfleck. Die Tomatensoße war auf den Boden gespritzt. Sieht doch aus wie Blut, oder? Ich verrieb etwas von der Tomatensoße mit dem Schuh. Es sah ein bisschen aus wie ein Blutfleck, aber etwas stimmte nicht ganz. Wenn ich den Polypen ablenken wollte, musste ich den Kaugummi loswerden. Kann ich den so ausziehen? Oder? Das würde ich auf keinen Fall mit bloßen Händen sauber machen. Tuch haben wir nicht. Ist noch was im Karton? Sah ja schon mal etwas aufgeräumter aus hier. Sah ja schon mal etwas aufgeräumter aus hier. Ich quatsch mal mit George. Was gibt er mir was? George? Ja, Nico? Warum wolltest du nochmal in das Büro rein? Ich bin ziemlich sicher, der Raub war ein Insider-Job. Und ich glaube, der Beweis ist ganz in dem Büro. Ganz gute Frage, aber egal. Was hält dich dann zurück? Der Super-Sheriff da. Und wenn ich ihn ablenke? Wenn du das tust, kriegst du, was ich dort finde. Abgemacht, George. Ich musste den Inspektor irgendwie von der Tür zum Büro weglocken. Kann ich irgendwie mit George tauschen oder so? George war ein ziemlich guter... Ich hatte ihn eine ganze Weile nicht gesehen. Ziemlich guter Form. George? Ja, Nico? Der Nagelknipser wäre ganz gut. Du hattest gesagt... Und du hattest... Okay. Bringt gar nichts. Kriege ich von Ihnen noch irgendwas? Meine Liebe. Können Sie mir sonst noch etwas... Es war nicht besonders wertvoll, verglichen mit einigen der anderen ausgestellten Werke. Können Sie mir mehr über den... Nur wenn es sein muss. Das Ganze war zu scheußlich. Muss, ja. Sie und George haben sich also gut vertragen? Kann ich nicht sagen, meine Liebe. Pater Simeon meint, das Gemälde sei böse. Digga. Der Pater ist verrückt. La Maledictio ist ein Gemälde. Und ein Gemälde kann nicht böse sein. Sie werden Henri also vermissen. In meinem Herzen klafft bereits ein Loch in Henris Form, Madame. Wow. Sie haben also nichts gesehen, was den Mörder identifizieren helfen könnte? Digga. Ich fürchte, nein. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer... Nicht die Spur, fürchte ich. Danke für Ihre Hilfe, Miss Lane. Lane hatte nichts anzubieten. Ich hatte den Galeristen nicht gekannt, aber das hatte er sicher nicht verdient. Okay. Armer Kerl. Armer Kerl. Du. Kann ich noch was mit ihm klären hier? Inspektor! Ja? Sie glauben wirklich, der Fall ist gelöst und aufgeklärt? En effet. Gelöst, aufgeklärt, gestempelt und abgelegt. Wissen Sie irgendwas über La Maledictio? Stillgelöst, Digga. Es ist ein Gemälde, es wurde gestohlen. Punkt. Mhm. Sabotage. Sind Sie sicher, dass Sie die Alarmanlage nicht untersuchen wollen? Lassen Sie mich jetzt bitte weiterarbeiten. Es sei denn, Sie haben neue Beweise. Das machst du denn da gar nichts. Du stehst hier rum, Digga. Sie halten das Kameramaterial also nicht für hilfreich. Ich bevorzuge dann doch körperrelevante Methoden am Tatort. Georgie. Sie halten George für eine Verdachtsperson? Wie ich schon sagte, ich irre mich selten bei solchen Dingen. Aber ich habe schon zu viel gesagt. Jeder hat gesehen, dass hier ein Fremder reingekommen ist und hat ihn abgeknallt. Und du sagst, George war das. Haben Sie den Fleck auf dem Boden bei der Tür gesehen? Wofür halten Sie den? Ich habe keine Zeit, mich über äußliche Hygiene zu unterhalten. Mhm. Bitte, lassen Sie mich arbeiten. Okay. Danke, Inspektor. Ich melde mich, wenn mir noch etwas einfällt.
versuchen kann, ist, ob sie es mit dem Presseausweis macht. Aber ich glaube nicht, ne? Aber können wir mal testen. Ich kratzte den Kaugummi mit meinem Presseausweis ab und hoffte, der Inspektor würde es nicht sehen. Ja, siehst du. Kann man dann nachher was machen? Die Tomatensoße sah Blut. Das war ein überzeugender Blutfleck. Aber war es Kunst? Ja. Die beste Kunst aller Zeiten. So, Navet. Inspektor! Haben Sie das schon gesehen, Inspektor? Gadget. Gucken Sie mal auf den Boden hier. Ja. Das haben wir alle schon hier. Haben Sie den Fleck dort auf dem Boden gesehen? Sieht aus wie Blut. Tatsächlich. Ist ja kurios. Das muss ich sofort untersuchen, ehe einer dieser Tortel hineintritt. So, Georgie. Interessant. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für das Gerät. Das wird ja jetzt auch noch hinläuft. Okay, George. Das sollte ihn eine Weile ablenken. Gut gemacht, Nico. Ich lasse dich wissen, was ich im Büro finde. Oh, jetzt kann ich war sicher, der Inspektor hatte mich nicht gehen sehen. Aber ich musste mich beeilen, denn bald würde er es merken. So, Handy. Endlich, Stobart. Sorry, Mr. Rickenbacker. Ich war beschäftigt. Das will ich auch hoffen. Ich schaue ja Nachrichten. Oh, gab's was Interessantes? Ja, jemand hat ein Bild gestohlen. Tatsächlich? Ja, eins, das Sie versichert haben. Was ist da los? Der Mann war bewaffnet, Sir. Ja, und? Meinen Sie etwa, ich hätte mich vor den Dieb werfen sollen? Ihn zu Boden ringen? Mich erschießen lassen? Dann wäre mir auf jeden Fall wohler. Na egal. Bitte, Chef. Oder einen guten Grund, warum wir nicht zahlen müssen. Bitte sagen Sie mir, dass Sie eine Spur haben. Ich arbeite daran. Wickenbacker. Schreibtisch, was haben wir denn da? Mappe. Die Schublade war ansonsten leer. Die Mappe sah interessant aus. Das war eindeutig Manipulation von Beweismaterial. Es war eine Auftragsabschlussbestätigung einer Firma namens Vera Security. Das war nicht die, die wir empfohlen hatten. Henri hatte hinter unserem Rücken eine andere Sicherheitsfirma beauftragt. Von Vera Security hatte ich nie gehört, aber auf dem Formular standen Adresse und Telefonnummer. Hast du die Telefonnummer jetzt genommen? Warum sollte ich den Tisch nochmal durchsuchen? Okay, Digga. Krempel. Rohr. Es war eine Wasserpfeife. Von den Dingern kriegte ich Kopfweh. Röhrchen. Was haben wir hier noch? Krempel. Telefon. Das Telefon war ein uraltes Wählscheibenmodell. Der Hörer sah schmierig aus. Hier sieht alles so ein bisschen schmierig aus. Das ist richtig Statue hinten, ey. Die Statue war Kess. Aus der Nähe bemerkte ich, dass das Feigenblatt ein Scharnier hatte. Oh, ein Scharnier? Zum Glück war niemand in der Nähe, der mir dabei zusah. Sehr interessant. Machst du? Geht einfach so auf. Okay. Oh, braucht man einen Key. Ohne Schlüssel bekäme ich den Safe niemals auf. Ich war ziemlich sicher, dass nicht mal Henri dumm genug war, um ihn hier im Büro zu verstecken. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir diesen Schlüssel haben. Das Sofa hatte über die Jahre so einiges mitmachen müssen.
Inventar. Okay, das hat er mitgenommen. Schreibtisch. Telefon, Lavalampe. Schwer zu sagen, ob die Lavalampe auf alt getrimmt oder wirklich alt war. Henri hatte es gern chaotisch. Jo, ist doch schön, wenn er es chaotisch mag. Pinnwand. Henris Pinnwand war voll mit allem möglichen Kram. Okay. Es sah nicht aus, als wäre irgendetwas Wichtiges an der Pinnwand. Okay. Es sah nicht aus. Okay. Modellauto. Henri besaß ein VW-Campingbus-Modell in psychedelischen Hippie-Farben. Auf der Rückseite war der Hubraum verzeichnet. 1600 cc. Henri war schon etwas schrullig. Beobachten. Ein 1600er... Vielleicht es sah nicht beobachten. Aus, als wäre irgendein... Okay. Ich dachte, vielleicht kriegen wir hier noch irgendwelche Infos. Wow, Plakat. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Hauptakt war eine Band namens The Hairy Lobsters. The Hairy Lobsters. Der Kalender sah aus wie das Schulprojekt eines Kindes. Henri hatte den 27. Mai eingekreist und Geburtstag dran gekritzelt. Der Ärmste hatte seinen großen Tag nicht mehr erlebt. 27. Mai. Oder 27.05.1975. Überwachungsanlage. Die Überwachungskamera war uralt. Sie machte Einzelaufnahmen und speicherte sie auf Band. Sah aus, als bräuchte ich ein Passwort, um die Aufnahme anzusehen. Vielleicht 27 0 5. Okay, fällt. Bingo. Ne, Bingo? Ich spurte zurück bis vor dem Raub. Das war die erste interessante Aufnahme. Henri betrachtete La Maledictio. Er konnte nicht geahnt haben, was gleich geschehen würde. Okay, sehen wir da noch was anderes Interessantes auf dem Video? Das Bild war etwas unscharf, aber in der Mitte des Gemäldes schien sich eine Schlange in den Schwanz zu beißen. Okay. Ich dachte über die Worte des Priesters nach. Das Gemälde hatte eindeutig etwas Beunruhigendes. Trophy. Nico und ich warfen einen kurzen Blick auf La Maledictio kurz vor dem Raub. Komisch, das Bild erschien mir da gar nicht so bemerkenswert, nur sonderbar. Okay. Nico. Da war ich, wie ich die Ausstellung anschaute. Jedes Mal, wenn Nico in mein Leben trat, schienen die Probleme gleich mitzukommen. Ja. Gute Aufnahme von La Maledictio. Konnte schon verstehen, warum Pater Simeon das Bild für böse hielt. Es hatte eine gewisse Ausstrahlung. Der Verbrecher auf frischer Tat. Er hatte nichts wirklich Unverwechselbares an sich. Die Kamera hatte den Moment erfasst, als der Täter La Maledictio von der Wand nahm. Er wusste genau, welches Gemälde er wollte. Es war der Moment, als alles aus dem Ruder lief. Da, die Marke des Helms, kann ich mir das nicht vorne angucken. Auf seinem Helm stand etwas geschrieben, aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Die Schrift war unscharf. Kann man nicht ranzoomen oder so? Henri? Warum war Henri nicht zurückgewichen, als der Dieb die Waffe zog? Ich an seiner Stelle hätte getan, was der Kerl wollte. Ja. Der Alarm hätte losgehen müssen, als der Dieb das Bild entwendete. Aber man hatte ihn sabotiert. Wer das wohl getan hatte? Vielleicht Lane? Oder sogar Henri selbst? Damit stellte oder sich doch nicht so sogar Weg. Die von Vera Security, die das System installiert hatten. Entweder haben die was damit zu tun.
Ne? Das war auch schlecht für ihren Namen hier, ne? Weil ihr Alarmsystem hat nicht funktioniert. Nichts gebracht. Aber weiß ich nicht, weil das Gemälde soll ja nicht so viel wert sein, ne? Der Mörder auf der Flucht. Aber ich kann das Ding lesen. Auf dem Logo vorn auf seinem Helm stand Waterloo Motors. Das könnte nützlich sein. Waterloo Motors. Das Gemälde war weg. Okay. Da sieht man noch nichts mehr. Da stand ich und sah mir den Alarmkasten an. Hoffentlich wirkte ich nicht allzu verdächtig. Nein, überhaupt nicht. Wenn man davor geht, dass hier das Ding anguckt. Daran hatte ich nicht gedacht, als ich mir die Kamera ansah. Nicht meine fotogene Seite. Tja. Das war die letzte Aufnahme. Was die Kamera an Hinweisen liefern konnte, hatte ich wohl gesehen. Das war die aktuellste Aufnahme. Okay, haben wir das alles. Ach so, ich dachte, ich kann das Band hier rausholen, aber... So, ich muss... Sofa, leere Flasche... Sah aus, als habe Henri sich den besten Fusel fürs Hinterzimmer aufbewahrt. Ganz viele Bücher hier, hier ist noch eine Gitarre. Ich hätte Henri nie als Musiker gesehen. Alles voller Schnickschnack, Trödel, Instrumente. Im Herzen war Henri ein Hippie. Jo, haben wir hier so ein Winkelkätzchen. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Ach, guck mal, tja. Ist doch das Buffalo's Fluch Ding, oder? Kann das sein? Warum sollte ich den Tisch nochmal durchsuchen? Pinwand hatten wir, Statue. Es war eine Statue von Henri, fast wie ihn die Natur schuf. Ein strategisch platziertes Feigenblatt bedeckte seine Blöße. Ja, das hatten wir bereits schon. Das Ding hat er wieder zugemacht, ne? Fenster. Die Straße war ruhig. Sofa. Es war ein ramponiertes Sofa. Wer ist sie hier? Eine nackte Dame sah mich verführerisch an. Auch wenn Henri ein Hippie war, er hatte verdammt viel Moos für einen rollenden Stein. Gemälde. Die Frau auf dem Bild kam mir irgendwie bekannt vor. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt von hier alles, ne? In dem Rahmen waren getrocknete Blumen. Auch wenn Henri ein Hippie war, er hatte verdammt viel Moos für einen rollenden Stein. So. Müssten auf jeden Fall mal mit der Agentur quatschen, warum ihre fucking Alarmanlage nicht funktioniert hat. Aber hier ist Rohr. Die Pfeife war ziemlich cool. Nimm sie mit, stecke an. Die Pfeife war ziemlich cool. Steck in Jackett. Mach Zaubertrick. Ich wusste, es wäre falsch, den Raum zu verlassen, ohne ihn mir gründlich anzusehen. Aber hab ich's doch, Diggi. Modellauto. Wo soll denn hier jetzt noch irgendwo was sein? Ich öffnete das Fach nochmal. Den Schlüssel habe ich ja nicht. So kann ich ja hier definitiv sowieso nichts machen. Ohne Schlüssel bekäme ich den Safe niemals auf. Ja. Der Tresor. Ja. Wollte schon sagen, du willst einen Tresor mit Nagelschere aufmachen, aus Digi. Ich wollte zumachen. So, warum sollte ich auch nicht. Das
Irgendwo, wo soll denn hier noch irgendwo was sein? Telefon. Das Telefon. Pinnwand hatten wir schon 20 Mal. Es sah nicht. Lavalampe hatten wir. Die Pfeife war ziemlich cool. Machen wir mal. Da war was. Papierkorb. Im Papierkorb fand ich ein zerknülltes Schreiben von Henri's Kreditkartenfirma mit der Aufforderung zur sofortigen Zahlung. Aufgelistet waren extravagante Einkäufe in einer Reihe von Damenmodegeschäften. Wie die Adresse verriet, hatte Henri im ebenso schicken wie teuren 16. Arrondissement von Paris gewohnt. Ich beschloss, den Brief zurückzulegen. Henris Geldprobleme gingen mich nichts an. Aber ich wusste jetzt, wo er gewohnt hatte. Und erwischt. Monsieur, Sie sind also einfach hereingeschlüpft und manipulieren jetzt meine Beweise? Ja, klar. Wahrheit. Ich manipuliere hier gar nichts. Ich habe nur Hinweise gesucht. Das ist meine Sache, Monsieur. Monsieur... Stobart, George Stobart, Paris Mutual. Wir haben die Ausstellung versichert. Oh, wirklich? Dann dürfte der Raub Ihnen einiges bringen. Das soll er mir bringen? Nein, der Raub dürfte uns einiges kosten. Werden Sie mal nicht naseweiß, Monsieur. Nur Dummköpfe wissen nicht, wie Versicherungen ticken. Klar, Ihnen macht keiner was vor, Inspektor. Genau. Ich muss sehr früh morgens aufstehen. Und deshalb fange ich auf jeden Fall den Wurm. Verstehe. Der absolute Ehrenbretter, ne? Darf ich Sie daran erinnern, Monsieur, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde? Ich muss Sie nun bitten, in die Galerie zurückzukehren. Natürlich, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. D'accord. Aber Sie wissen, alles, was Sie sagen kann, gegen Sie verwendet werden, Monsieur Stobart. Okay, werde ich mir merken. Wer war? Sagt Ihnen das irgendwas? Wissen Sie irgendetwas über eine Firma namens Vera Security? Nein, nie von ihr gehört. Und nun muss ich mich um meine Ermittlungen kümmern. Überwachungsanlage. Sehr wahrscheinlich findet sich in den Kameraaufzeichnungen ein Hinweis auf den Täter. Monsieur, ich bin Profi und Sie sind Amateur. Also überlassen Sie das Ermitteln mir. Klar, Kumpel? Monsieur, Sie sind Amerikaner, no? Ja, in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Natürlich. Ich denke, Sie möchten vielleicht sein wie dieser Starsky und Hutch, Monsieur, no? Mit schönen Damen und schnellen Autos herumrollen, mit Ihrer Pistole schießen. Interessante Idee, Inspektor, aber nicht ganz mein Stil. Ist das so? Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Monsieur. Sie sind mein Hauptverdächtiger. Ja. Sie können jetzt gehen, aber ich werde Sie noch einmal brauchen. Digi, ich war's. Ich habe ihn erschossen. Guck ich mal auf die Kamera, Digga. Hinweise. Aber bevor ich Ihnen nachging, stand etwas sehr Wichtiges auf dem Plan. Hey Nico, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Klar. Ich darf mit Stolz bekannt geben, dass die vorläufigen Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich erkläre dies nun offiziell zum Tatort. Sie müssen alle gehen. Ich werde Sie alle in den kommenden Tagen nochmals verhören. Niemand darf das Land verlassen. Das gilt besonders für Sie, Monsieur Stobart. Monsieur Lane wird bei der Sicherung des Geländes behilflich sein. Mouet. Ja, Inspektor? Lassen Sie sie hinaus. Sofort, Inspektor. So, adios, muchachos. Zwei Kaffee, bitte. Gute Arbeit da drin, Nico. Mein Käffchen. Was es auch war, es hat funktioniert. Nur eine kleine Ablenkung und Navette hat's mir abgekauft. Ich glaube, Navette kauft alles. Hauptsache, es klebt Blut dran. Weißt du, das alles hier, der Raub, der Mord,
Das ergibt alles keinen Sinn. Wie meinst du das? Diebstahl. Ich sagte ja, ich glaube, das war ein Insider-Job. Sprich weiter. Jemand hat die Alarmanlage abgestellt, aber nur bei einem Bild. Lass mich raten. La Malediction? Genau. Sigi. Und ich gedenke herauszufinden, wer das war. War ja klar zu erkennen. Waterloo Motors. Kennst du das? Die Überwachungskamera hat ein Bild vom Täter gemacht. Auf seinem Helm standen die Worte Waterloo Motors. Interessant. Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erstmal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest. Pater Simone. Der hat mir ganz schön Angst gemacht hier. Also der Priester meint, La Malediction sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, auch. Nico. Bisschen Dirty Talk, oder? Hinterher. Der Verkehr rauschte, die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. Oh, meine Nico. So, Reed, nach Hause. Vera Security. Gehen wir erstmal nach Vera Security. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Perfekte Kerl, ja. Tür. Leerer Laden. Gehen wir erstmal da rein hier. Vera Security. Wenn überhaupt einer da ist. Ah. Hilfe! Was ist denn los? Da ist ein Monster! Was? Wo? Auf dem Boden! Tun Sie es weg! Ach, die Kakerlake! Ja, die Kakerlake. Helfen Sie mir. Ganz brutales Ding. Komm schon, Kleine. Die würde ich mit bloßen Händen niemals fangen. Ja, weil es viel zu schnell war. Das wäre ein glatter Verstoß gegen die Chemiewaffenkonvention gewesen. Juckt nicht. Was haben wir hier? Auf dem Boden waren Krümel. Kein Wunder, dass sich die Kakerlake hier wohlfühlte. Hier sieht's aber auch aus, ne? So, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Zigarettenschaffer. Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer. Ein zerknülltes Zigarettenpäckchen. Okay. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Das ist so. Also der dieselbe Marke gebucht. Wir können davon ausgehen, dass er hier der ein paar Stündchen verbracht hat, der Kollege. Radio. Lassen Sie das Radio in Ruhe und kümmern Sie sich um die verdammte Kakerlake. Da liegt doch noch irgendwas. Als Kind hat man mir immer gesagt, Streichholzschachtel ich soll nicht mit spielen. Verzaubert. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Unsichtbar, Alter. Du. Kann ich doch bestimmt so als Gefängnis benutzen, oder? Ja, mit den Krümmelchen. Mir fiel ein Plan ein, wie es klappen könnte, aber dazu musste die Streichholzschachtel leer sein. Ich kippte die Streichhölzer aus. Hier siehst du. Jetzt ist sie auch leer. Ich stellte die Streichholzschachtel hin.
Kakerlaken verstecken sich gerne an dunklen Stellen. Keine schlechte Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Die Kakerlake zierte sich. Ich brauchte einen Köder. Oh, die Krümel. Okay. Schublade, was haben wir denn da hier? Da war eine Rie... Kannst du nicht drüber gehen, oder was? Gibt's hier mir irgendwas, oder quatscht sie vorher Hallo, noch nicht? Ich... Kakerlake, ich sehe das kleine Biest. Boah. Ciao, Bella. Ja, hier vielleicht irgendwie so ein Kekschen oder sowas. Hallo, ich bin George Stobbart. Nennen Sie mich einfach Bassam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Tablette, Digga. Könnten Sie mir bitte bei einem Ungezieferproblem helfen? Bitte, Monsieur Stobbart. Ich kann mich im Moment wirklich nicht um anderer Leute Probleme kümmern. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht, so wie es aussieht. Was meinen Sie damit? Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neon-Reklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neon-Reklame hätte ein gewisses Potenzial, aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Neon. Soll ich mal versuchen, die Neon-Reklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. So, Katie. Kümmern wir uns sofort drum. Speichermenü. Speicher mal eben kurz. Und sag mal, bis gleich. Tipps. Ach so, okay. Weil